Guten Abend miteinander. Es hat noch Stuhl, wenn noch jemand will absitzen. Ja, ich freue mich sehr, heute Abend hier über den Hortus sprechen zu dürfen. Wir haben ungefähr eine Stunde Zeit. Das ist wunderbar, weil ich habe heute schon zwei Referate über Hortus gehalten. Die hatten jeweils 10 Minuten Zeitbudgets. Das macht es ein bisschen schwieriger. Mein Name ist Johannes Eisenhut. Ich bin von Seiten Zen verantwortlich für die Projektentwicklung. Und ich werde mir diesen Vortrag teilen mit Alexander Franz, Associate bei Herzog & Dömeron, verantwortlich für die Architektur des Hortus. Wir sind nicht nur auf dieser Bühne vertreten. Es gibt durchaus spannende Exponate. Wir haben weiter vorne auf der anderen Seite des Messelochs haben wir einen kleinen Stand erhalten, wo wir ein Augmented Reality Modell von Herzog Dömeron ausgestellt haben. Das heißt, man kann den Hortus mit einer Augmented Reality Brille erleben und das empfehle ich sehr, weil das ist tatsächlich beeindruckend. Was wir auch haben, vielleicht haben Sie es gesehen, bei den Rolltreppen steht ein interessantes Automobil. Das ist der ILORIAN. Auch dieses Automobil hat etwas mit dem Hortus zu tun. Es ist vielleicht ein bisschen das U in Utopia. Wer es nicht weiß, der ILORIAN ist das, oder der DeLorean ist das Auto, das in Back to the Future verwendet wurde. Wir haben ein solches gekauft, haben es elektrokonvertiert. Das ist also ein Elektrofahrzeug jetzt. Und haben es vom Künstler Benny Bischoff bearbeiten lassen. Die Idee ist, dass dieses Fahrzeug den Mietern vom Hortus dann ab Mitte 25 zur Verfügung stehen kann für ihre eigenen Repräsentationszwecke. So eine Art Mobility-Fahrzeug oder eine Art mobile Kunst am Bau. Aber genug der Einleitung. Das Thema heute Abend, muss man sagen, ist the making of. Und ich freue mich, Ihnen zu erklären, wie wir den Hortus angegangen sind, wie wir ihn entwickelt haben und vor allem auch, wie er funktionieren wird. Eines vorab, Hortus ist im Bau, also Hortus wird real, die Hälfte des Rohbaus ist bereits erstellt und auch das kann man anschauen, wenn man auf Spacelink-Areal geht. Darum geht es. Die Frage ist jetzt zunächst vielleicht, wer steht dahinter? Zen, wir sind eine familiengeführte Firma aus St. Gallen ursprünglich, also unser Hauptsitz ist immer noch da, 1965 gegründet, aber in seiner jetzigen Form eigentlich mit dem Geschäftsführer in zweiter Generation, Johannes Zen, praktisch neu erfunden worden. Und wir bauen eigentlich fast nicht in St. Gallen, wir bauen vor allem in Zürich und eben jetzt in Basel relativ viel. Vielleicht kennt man das Gebäude der Freitagbrüder, das Nerd, das wir gebaut haben in Oerlikon für die Taschenproduktion oder das Zwicky Süd. In Basel war unser erstes Projekt Helsinki Dreispitz zusammen mit Herzog Dömeron und da haben wir uns in Basel verliebt und haben jetzt eigentlich das ganze Thema rund um das Spacelink-Areal in Allschwil angegangen. Zen hat seit dem Jahr 2000 sich ein bisschen einen Namen gemacht, eben zum Beispiel mit Zwicky Süd oder dem Nerd als ein
kommerzieller Entwickler, der ambitionierte Architektur umsetzen möchte. Und das ging gut. 2018 haben wir dann gesagt, das reicht nicht mehr. Es reicht nicht mehr, nur gute Architektur zu machen. Wir müssen Position beziehen in Bezug auf die Nachhaltigkeit. Es ist nicht so, dass wir das vorher nicht gemacht hätten. Also 2013 haben wir den Umsicht Award gekriegt, weil das NERD auch umsichtig gestaltet war, weil wir Regenwasser zum Planen waschen verwendet haben für Freitag und so weiter. 2017 haben wir für das Stricky Süd den Umsicht Award erhalten, weil wir dort nach MinergiePEco-Kriterien bereits gearbeitet haben. Jetzt weiß ich nicht, kann jemand noch die Disco kurz zurückhalten? Danke, ging schnell. genau, und letztlich haben wir gesagt, okay, es muss was Neues passieren. Johannes Senn hat da den Hebel umgelegt. Über den zweiten Partner, ich weiß nicht, muss man eigentlich nicht viel erzählen. Oder Herzog Dömeron kennt man, außer du möchtest jetzt spezifisch noch was sagen. Nein, nicht wirklich, nein. Maschinenbereich, weltbekannte Marke. Also nicht aus Arroganz, aber einfach, Zeit läuft auch davon. Aber ja, Senn ist halt noch nicht so weit, ja. Wir haben noch 54 Minuten. Genau. Wo sind wir? Also aktuell sind wir in Basel-Stadt. Basel-Stadt oder die ganze Basel-Region ist aus unserer Sicht eine der am besten positioniertesten Städte in der Welt. Es ist klar, wofür Basel steht. Es ist Life Sciences. Und als Standort für Life Sciences ist Basel weltweit Top 3. Und das ist schon eine Hausnummer. Von daher ist wie klar, man muss hier auf diesem Thema auch aufbauen. Wenn man ein so großes Areal entwickelt wie das Spacelink, das ja schon von Ursprung her als Innovationsareal gedacht war, dann spielt Life Sciences eine Rolle. Für die Basler Stadt, Basler Bevölkerung ist Allschwil da draußen. Das ist so eine Deformation professionell. Wenn man in einer Stadt aufwächst, dann hat man ein sehr stadtzentrisches Weltbild. Wenn man die Geografie tatsächlich anschaut, ist eigentlich der Hortus in einem schönen Bogen zwischen dem Flughafen und Bahnhof angesiedelt. Im Prinzip sind das alles 15 Minuten Radien, die hier in der Stadt Basel funktionieren. Das ist eigentlich eine großartige Angelegenheit. Egal welches Verkehrsmittel man nimmt, der Direktor des Schweizerischen Tropeninstituts fährt vom Swiss TPH, das gleich neben dem Hortus steht, mit seinem Militärvelo jeweils an den Flughafen, wenn er nach Ghana oder sonst in den globalen Süden reist. Wir haben hier sehr, sehr kurze Wege. Hortus ist ein Teil des Switzerland Innovation Parks, Basel Area. Das ist eine neue und ganz wichtige Erkenntnis. Wir haben erst im Dezember haben wir mit dem Switzerland Innovation Park eigentlich die Vereinbarung unterzeichnet und auch lanciert. Es gab eine Pressemitteilung, dass wir eigentlich 11 von 16 Baufeldern auf diesem Baselink-Areal, die wir als SEN größtenteils mit Herzog Dömeron entwickeln, dass wir die alle unter der Flagge Switzerland Innovation segeln lassen. Das ist drum wichtig, weil wir glauben ganz einfach an diese Idee, dass die Schweiz, die ja keine Rohstoffe hat, vor allem von Innovation getrieben wird. Und wenn die Schweiz weiterhin innovativ sein soll oder Innovationsweltmeister, wie man manchmal von sich behaupten kann, dann müssen wir investieren in den Austausch zwischen Forschung, Bildung und Privatwirtschaft. Also dieses goldige Dreieck, das müssen wir stärken, das müssen wir fördern. Und darum ist es für uns wichtig, dass man eben dieses Areal jetzt nicht als tolles Gewerbegebiet mit Pritzker-Preis-Architektur anschaut, sondern dass man das versteht, dass hier ein Innovationscampus entsteht und ein Ökosystem, wo Firmen entscheiden, ihren Sitz dahin zu verlegen, weil sie mit anderen Firmen zusammenarbeiten wollen. Und das gilt natürlich auch letztlich jetzt für den Hortus. Also alles das, was Sie jetzt da unten links sehen, was rot eingefärbt ist, ist der künftige Switzerland Innovation Park Basel Area. Das rote Gebäude, der Main Campus, steht bereits und ist zu 89% vermietet. Was bedeutet das? Also Hortus liegt eigentlich mitten in diesem Ökosystem von Firmen und von Institutionen, also von Tropeninstitut, Universität Basel, Switzerland Innovation als Park selber, also als Incubator auf 6000 Quadratmetern, aber auch dann natürlich ganz viele privatwirtschaftliche Unternehmen, die da angesiedelt sind.
Vom Areal her sieht es so aus, dass wir eigentlich all unsere Gebäude um einen Park herum bauen. Dieser Park, der geht in der Mitte des Areals durch und ist eigentlich die grüne Lunge, ist auch der Verteilweg für den Langsamverkehr, für die Fahrräder und so weiter. Und durch das Main Campus Hauptgebäude geht der Park durch und öffnet sich. Wer schon mal da war, weiß, das ist vor allem im Sommer eine großartige Sache. Und alle Gebäude werden eigentlich von diesem mittleren grünen Weg erschlossen und wird so zum Campus. Also letztendlich ist es dann egal, ob der Event im Meeting Center im Hauptgebäude stattfindet oder in einem der Sitzungszimmer im Hortus oder im anderen Gebäude. Man bewegt sich auf diesem Campus, als wäre es ein und derselbe Dorfkern sozusagen. Hier sehen wir ein bisschen, was wir alles machen oder was auch andere dort machen. Die grünen Quadrätchen, die sind SEN-Entwicklungen, da sind wir Baurechtsnehmer und Entwickler und Realisator, und die weißen sind Dritte. Also Swiss TPH haben nicht wir gebaut, großartiges Gebäude, wunderschöne Architektur, extrem funktional. Auch ein wichtiger Grund, warum wir da auf das Areal gekommen sind, weil das Swiss TPH eben das vorlebt, wie die Wissenschaft und die Bildung und die Privatwirtschaft zusammenarbeiten. Dieses Institut ist sehr, sehr fortschrittlich aufgestellt. Wir haben den Main Campus HQ gebaut, der steht da. Wir haben die Innovation Garage gebaut, das ist das Parkhaus, und im Erdgeschoss ist die Uni Basel Innovation drin, die jetzt behaupten kann, ihre Spin-offs seien in einer Garage gegründet worden. Das war so ein bisschen der Pitch. Es gibt ein Hotel auf dem Areal, es gibt das Alba-Haus und ein zweites Parkhaus ohne Innovation Garage. Und wir werden jetzt in den nächsten Jahren 2025 das Hortus fertigstellen, 2026 das All und 2027 noch ein weiteres Gebäude, das Hope. Letztlich werden es 120.000 Quadratmeter Nutzfläche sein, die wir dort herstellen. Im Moment stehen 50.000 davon. Dieses Modell haben wir hinten stehen, auch hinter dem Messeauge. Das kann man sich dort anschauen, das ist das Arealmodell. Jetzt, warum Hortus? Wir wissen jetzt, wo er ist, wie er im Gefüge ist. Es ist klar, eben nachdem wir gesagt haben, ambitionierte Architektur interessiert uns, haben wir einfach auch festgestellt, der öffentliche Diskurs, die Verantwortlichkeitsdiskussion führt nicht an einer extremen oder radikalen Betrachtung der Nachhaltigkeit vorbei. Und wenn wir ein Gebäude bauen, müssen wir sicherstellen, dass es möglichst wenig Energie verwendet beim Bauen, und wir müssen nachher im Betrieb sicherstellen, dass es möglichst keine Energie mehr verschleudert, sondern im besten Fall zurückzahlt. Da wird Alexander Franz nachher gerne noch drauf eingehen. Als wir das Projekt gestartet haben, sind wir eigentlich auf unser Lieblingsforschungsteam zugegangen. Wir haben gesagt, wir müssen herausfinden, wie wir ein radikal nachhaltiges Gebäude bauen. Wir wussten noch nicht, was dabei herauskommen würde. Wir haben einfach gesagt, auf diesem Baufeld muss ein erstes Gebäude entstehen, so wie wir in Zukunft auch weiter bauen möchten, vom Prozess her und auch vom Resultat. Wobei, nicht falsch verstehen, das nächste Projekt, das wir machen, ist dann vielleicht nicht genau gleich gebaut wie der Hortus, aber nach den gleichen Zielsetzungen. Das heißt, wir haben Zielsetzungen formuliert, die schon um die ESG-Kriterien herum gruppiert waren. Wir nennen sie die Six Positives, und in der Mitte eigentlich der Wunsch oder der Ruf nach radikaler Nachhaltigkeit. Und dieses Wort radikal hat eine bestimmte Wirkung. Also das ist ein Zeichen an alle, die beteiligt sind in dieser Forschungsgruppe, zu versuchen, ans Limit zu gehen, oder? Zu versuchen herauszufinden, was geht tatsächlich, und nicht zu früh schon Reißleinen zu ziehen oder vermeintlich Unmögliches schon mal in den Kübel zu schmeißen. Drum auch das U in Utopia. Hier sieht man auch den Unterschied, was in 5 Jahren passiert ist. Jetzt bin ich gar nicht sicher, ist das die aktuellste Version? Oder hattest du? Das ist so. Ja. Schon noch, oder du hast dann? Okay. Man sieht, wir haben den Main Campus jetzt fertiggestellt, 2023, das ist das Betongebäude nebendran. Der ist Leeds Gold, der ist wunderbar fossilfrei betrieben und so weiter, aber man hat da noch nicht so auf die Erstellungsenergie beachtet. Dasselbe Team, dasselbe Auftraggeber, dasselbe Architektur, dieselben Personen bei Herzog Dömeron, 5 Jahre später mit einem anderen Briefing, ein Paradigmenwechsel.
Genau. Und jetzt gerne Alexander Franz. Vielen Dank. Ich darf hier vielleicht noch das Kernteam vorstellen. Es war in beiden Projekten die Firma Senn als Auftraggeberin. Wir als Architekten, Herzog Dümmer, involviert. Und dann der dritte im Bunde möchte ich hier auch erwähnen, das war ZPF-Ingenieure. Und in dieser Konstellation haben wir diese beiden plus das dritte, das Projekt All, was Herr Eisenhut gerade vorgestellt hatte im Vorfeld, auch entworfen. Das heißt, wir als Team haben dann auch diese verschiedenen Schritte durchlaufen, auf dem Weg immer nachhaltiger zu werden. Und Projekt Hortus ist sehr zahlenlastig. Wir wurden ja beauftragt, mit ein radikal nachhaltiges Gebäude zu erstellen. So haben wir uns auch die SIA 2040 näher angeschaut und sie beinhaltet ja die Zielsetzung für 2050 Energie oder das Netto-Null-Ziel zu erreichen. Und das wird immer auf diesen zwei Ebenen ausgedrückt, also einmal in Form von Treibhausgasen und einmal in Form von Energie. Treibhausgase hier vertreten durch CO2. Das Ziel ist, dass wir bis 2050 drei Viertel des CO2-Ausstoßes senken und bei der Energie zwei Drittel. In konkreten Zahlen bedeutet das, dass ein gutes Gebäude nicht mehr als 9 Kilogramm CO2 pro Quadratmeter im Jahr hinterlassen sollte. Wir haben mit Hortus erreicht, dass es sogar noch besser ist. Wir sind bei 5,2 Kilogramm zu liegen gekommen. Wir haben ein Kilogramm extra ausgewiesen, weil das ein Kilogramm die Photovoltaik, die wir verbaut haben, hier widerspiegelt. Diese Photovoltaik ist in der SIA nicht vorgegeben, nicht enthalten, deswegen haben wir das extra ausgewiesen. Das betrifft die Erstellung vom Gebäude. Und dann im Betrieb vom Gebäude sind wir auf null, weil wir keine fossilen Brennstoffe nutzen. Dann, was die energetische Betrachtung anbelangt, auch hier wieder Erstellung und Betrieb. Die Energie in der Erstellung wird auch die graue Energie genannt. Und bei der grauen Energie wäre ein gutes Gebäude bei 40 Kilowatt pro Quadratmeter im Jahr. Auch hier sind wir besser. Wir sind fast doppelt so gut mit 21,3 Kilowatt. Und im Betrieb auch hier bei null. Warum null? Weil wir unsere Energie selber erzeugen mit Hortus. Also wir haben ein eigenes Kraftwerk eigentlich gebaut über den Einsatz von sehr viel Photovoltaik. Hortus ist in Leichtbauweise erstellt. Es ist ein reines Holzgebäude. Wir haben ganz bewusst auf eine Unterkellerung verzichtet. Wir wollten nachwachsende Rohstoffe verwenden. Deswegen kamen wir sehr, sehr schnell auf die Idee, ein Holzgebäude zu machen und auf den Keller zu verzichten, weil ein Keller muss aus Beton erstellt werden. Das einzige Zementöse, was wir hier wirklich verbaut haben, das sind die kleinen Füßchen, auf denen Hortus steht. Hortus schwebt über dem Grund und auch das ist ein gewisser energetischer Vorteil, den wir auch nutzen. Rein konzeptionell kann man sagen, dass die Landschaft unter dem Gebäude durchfließt und sich dann in den Innenhof erstreckt und dort dann auch den Hof begrünt. Der Verzicht auf die Unterkellerung bedeutete für die Firma Senn als Investoren, dass die ganze Haustechnik ins Erdgeschoss verlagert werden musste. Also Firma Senn war bereit, wertvolle Fläche zu opfern für die Haustechnik. Das ist ein ganz wichtiger Entscheid gewesen. Das Gebäude ist fünfgeschossig. Wir haben vier Regelgeschosse und ein überhöhtes Erdgeschoss. In den oberen Geschossen werden Büros angesiedelt. Der Mieter steht noch nicht fest. Das heißt, das Gebäude muss extrem flexibel sein. Und im Erdgeschoss wird eine halböffentliche Nutzung angeboten, sprich eine Tapas-Bar hoffentlich, jedenfalls eine Bar, Restaurant, Meetingräume, die man mieten kann. Und etwas Ladenfläche haben wir auch dort. Grundsätzlich kommen diese fünf Konzepte
zum Einsatz, ein Hortus. Wir verwenden nachwachsende Rohstoffe im Sinne von Holz. Bei der Wahl des Holzes haben wir versucht, so viel Vollholz wie möglich zu nutzen und so wenig Leimholz wie möglich. Leimholz deswegen, weil Leimholz sehr viel Polyurethan enthält und aus dem Grund auch nicht besonders ökologisch ist. Wir konnten nicht ganz auf Leimholz verzichten. Wir haben Leimholzträger als Primärträger und die Stützen selbst. Das sind Leimholz, Hölzer und die großen Balken, die Sie dort sehen, die weiß unten angemalt sind, das sind Vollholzträger aus Fichte. Alle Hölzer kommen aus heimischen Wäldern, das war uns auch wichtig, um die Transportwege so kurz wie möglich zu gestalten und den CO2-Ausstoß niedrig zu halten. Dann haben wir rückführbare Rohstoffe eingesetzt bei Hortus in Form von Erde. Die Erde kommt aus dem Aushub, den wir haben. Wir haben nicht viel Aushub, aber der wenige Aushub, den wir haben, der reicht aus, um ihn in die Decke einzustampfen. Warum? Darauf komme ich gleich zu sprechen. Dann haben wir rezyklierbare Rohstoffe in Form von Zellulose, also Altpapier. Das benutzen wir als Wärmedämmung fürs Gebäude. Wir hatten ursprünglich überlegt, auch Stroh zu nehmen oder Strohballen. In ökologischer Hinsicht war Stroh etwas schlechter als Zellulose, deswegen haben wir uns auf Zellulose eingeschossen. Dann haben wir sortenreine Materialien wie Stahl für die Fluchttreppen. Die Fluchttreppen müssen aus nicht brennbaren Materialien bestehen, deswegen hatten wir die Wahl zwischen Beton oder Stahl. Wir haben uns für Stahl entschieden, weil Stahl zu 100% wiederverwertbar ist. Er kann eingeschmolzen werden und neue Bauteile können daraus entstehen. Und zuletzt haben wir versucht, so viel Materialien wie möglich zu reduzieren bei Hortus. Wir haben auf unnötige Verkleidung verzichtet in diesem Projekt. Und zusätzlich haben wir eine Analyse gemacht, was den Wärmekoeffizienten anbelangt der Fassade. Wir haben ein sehr ausgewogenes Verhältnis von 50 geschlossenem Anteil und 50% offenen, also Fensteranteil. Und das führt zu einem so guten Wärmekoeffizienten, dass wir auf Dreifachverglasung verzichten konnten und wieder den Schritt zurück auf Zweifachverglasung gehen konnten und somit bis zu 33% an Glas einsparen konnten. Glas selbst ist ein sehr großer CO2-Treiber in der Architektur. Sie sehen hier noch die schwarzen Bänder. Das sind die Photovoltaikanlagen an der Fassade. Hortus ist ein freistehendes Gebäude. Das heißt, wir haben diese schwarzen Bänder an allen Fassaden. Auch hier haben wir Analysen gemacht. Es hat sich gelohnt, in allen Himmelsrichtungen Photovoltaik anzusiedeln. Zusätzlich haben wir das komplette Dach in Form eines Walmdaches mit Photovoltaik ausgelegt, sodass wir auf insgesamt 5000 Quadratmeter PV-Fläche kamen. Wenn man das der Energiebezugsfläche, die etwa der Hauptnutzfläche entspricht, gegenüberstellen, kommen wir auf ca. 1 Quadratmeter Photovoltaik gegenüber 2,5 Quadratmeter Nutzfläche, was extrem hoch ist. Das führt zu einer sehr, sehr hohen Ausbeute von ca. 800.000 Kilowattstunden pro Jahr, die wir mit unserem Kraftwerk erzeugen. Diese 8.000 Kilowattstunden, die decken unseren Eigenbedarf ab und zusätzlich haben wir noch einen Überschuss, den wir an die Nachbargebäude abgeben. In dieser Grafik sehen Sie den Bedarf, den wir mal ausgerechnet haben. Wir haben ein konventionelles Bürogebäude zugrunde gelegt. Da kommen wir auf 38 Kilowattstunden pro Quadratmeter im Jahr. Wir produzieren allerdings 66 pro Quadratmeter, also umgerechnet. Diese 800.000 umgerechnet auf Quadratmeter kommen dann auf die 66. Das bedeutet, wir haben einen recht großen Überschuss von 28. Und wenn man das in diese Tabelle mal einpflegt, sieht man, dass wenn man den Überschuss mathematisch gegen unseren energetischen Abdruck rechnet, amortisiert sich unser Abdruck innerhalb von einer Generation. Also nach 31 Jahren ist unser Gebäude absolut energiepositiv. Ist vergleichbar wie eine Hypothek bei der Bank. Im Vergleich dazu in Rot, das wäre die Empfehlung der SIA, weil die SIA aber noch davon ausgeht, dass man im Betrieb die Energie akkumuliert, geht die Kurve nach oben. Das heißt,
gemäß Empfehlung amortisiert sich ein Gebäude nicht in der Zukunft. Wir haben, um auf dieses Ergebnis zu kommen, diesen ganzen Planungsprozess, den wir als Architekten normalerweise vom Großen ins Kleine beschreiten, umgedreht. Ich habe es da mal Klassik genannt. Normalerweise bekommen wir ein Raumprogramm, analysieren das, erstellen das Konzept und nähern uns dann dem Projekt. Und am Schluss haben wir dann das Detail, das Bauteil. Für Hortus haben wir von Tag 1 beides parallel eigentlich gemacht. Wir haben das Bauteil entwickelt. Daraus ist dann das Gesamtkonzept entstanden und das Projekt am Ende. Das war eine sehr wichtige Erkenntnis für uns. Wir haben zusammen mit ZPF uns Gedanken gemacht, wo wir überhaupt starten sollen. Diese Analyse von unserem Bauingenieur zeigt verschiedene Deckensysteme. Ganz links ist das konventionelle Stahlbeton-Deckenelement, 28 cm dick, was fast überall verbaut wird, der Alleskönner. Und dann im Vergleich dazu unterschiedliche Systeme, die uns interessiert hatten. In Blau, da sehen Sie die Kosten. Das heißt, eine Stahlbetondecke ist von den Kosten her am niedrigsten. In Grau sehen Sie die graue Energie. Und in Rot sehen Sie den CO2-Abdruck. Das heißt, egal welches System wir wählen, man ist aus ökologischer Sicht immer besser als eine Stahlbetondecke, aber auch gleichzeitig immer teurer. Wir haben uns am Schluss für die in grün umrandete Decke entschieden, die Hortus-Decke, wie wir sie nennen. Das ist eine Hybriddecke aus Holzbalkenlage und eingestampften Lehmgewölbe. Diese Decke ist eine Erneuerung, das ist eine Erfindung vom Team. Man sieht hier noch, wir konnten mit dieser Decke den CO2-Stoß um fast 90% senken und die graue Energie um fast 80%. Dafür sind die Kosten etwas angestiegen. Also in Zukunft ist unsere Zielsetzung oder unsere Wunschvorstellung oder Vision auch, dass diese Decke von den Kosten her runterkommt, preisneutral gegenüber einer Stahlbetondecke ist und dann eigentlich eine vollwertige Alternative zu einer Stahlbetondecke dann darstellt. Vielleicht noch ein Wort. Sie sehen rechts, das sind auch Betondecken. Also wir haben auch alternative Betondecken untersucht für das Projekt. Es ist nicht so, dass wir per se gegen Beton hier sind. Für dieses Projekt allerdings sollten wir nachwachsende Rohstoffe einsetzen. Deswegen kamen wir auf Holz. So sieht das Ganze aus im Schnitt. Wir haben ein Stützenraster, ein recht enges Stützenraster von 2,80 Meter auf 5,60 Meter. Und dazwischen haben wir dann die Balkenlage. Das sind immer geschlossene Deckenmodule, die auch einzeln eingehängt werden. Und dazwischen haben wir dann das eingestampfte Lehm. Darüber haben wir dann noch eine Dreischichtplatte und dann den Bodenaufbau. Ferner, was man in dem Bild noch sieht, ist die Fassade im Hintergrund. Also wir haben einmal als Wärme-Kälte-Erzeugung haben wir Heizungskonvektoren an der Fassade, Brüstungskonvektoren, haben wir dort angebracht. Darüber haben wir Schwingfenster. Und jetzt komme ich auf das, warum wir überhaupt Lehm in die Decke einstampfen wollten. Ist, weil wir natürlich belüften wollten in diesem Gebäude. Wir wollten also ganz bewusst auf mechanische Belüftung ursprünglich verzichten. Sobald wir das machen, brauchen wir thermische Masse in einem Gebäude. Ein Betongebäude oder ein Ziegelgebäude bietet das an, ein Holzgebäude leider nicht. Holz ist sehr träge in der Wärmeaufnahmefähigkeit und Abgabe. Deswegen suchten wir ein zusätzliches Material. Lehm eignet sich hervorragend dafür. Und wir, dadurch, dass wir den Mieter auch noch nicht kennen und Wände nicht wirklich stellen wollten, hatten wir überlegt, den Lehm als thermische Masse dann in die Decke zu bringen. Die Schwingfenster selbst funktionieren fantastisch im Sinne einer natürlichen Ventilation. Das haben wir mit der Fachhochschule
Luzern herausgefunden. Deswegen kam sie auch hier zum Einsatz. Und dann als letzten Punkt, was man hier in dem Bild noch sieht, das ist die Beleuchtung. Wir konzipieren eine spezielle Beleuchtung für dieses Projekt, die auf verschiedene Tageslichtsituationen auch reagieren kann, die untereinander kommuniziert, vielleicht sogar mit Tischleuchten kommuniziert, sodass immer die perfekte Lichtsituation im Raum vorherrscht. Zudem werden die Leuchten mit Sensoren bestückt, wie CO2, wie Luftfeuchtigkeit, wie Tageslicht. Zirkadiane Beleuchtung war noch ein Thema, aber auch VOCs, Mikroben etc. Also hier kommt das Thema Wellbeing auch rein ins Spiel. Das war uns ganz wichtig, dass wir hier das Gesamtpaket immer betrachten. Die Decke kann neben thermischer Masse noch viel mehr anbieten. Sie dient als Luftfeuchtigkeitsregulator. Wir sind überzeugt, dass wir zwischen 40 und 60% an relativer Luftfeuchtigkeit in dem Raum haben werden, dank der Decke. Weiterhin kann die Decke eine akustische Abschirmung zwischen den Geschossen herstellen von 52 Dezibel. Und ganz wichtig, sie bietet auch Brandschutz. Die Decke selbst ist eigentlich eine traditionelle Holzbalkendecke. Die Innovation hier liegt darin, dass wir die Zwischenräume mit Lehm auffüllen in Gewölbeform. Lehm funktioniert unter Druck, also kann nicht unter Zug funktionieren, deswegen in Gewölbeform. Und es ist auch noch leicht eingeschrägt, sodass das Gewölbe auch nicht rausfallen kann. Für die laterale Aussteifung im Falle eines Erdbebens oder auch Windaussteifung kommt obendrauf noch eine Dreischichtplatte. Das ist das komplette System der Decke. Ich hatte es anfangs erwähnt, ein Modul ist 5,60 auf 2,80 Meter groß. Das heißt, zwei Module nebeneinander geben ein Quadrat. Die ganze Decke ist gesteckt, also nicht geschraubt. Das erlaubt unserer nachfolgenden Generation, wenn Hortus mal rückgebaut werden sollte, dass es sehr einfach und schnell demontiert werden kann. Das Holz kann entweder wiederverwertet werden oder das Vollholz, das ist der Vorteil, ein Vollholz kann zur Verrottung freigegeben werden. Das Leimholz muss verbrannt werden, das ist der Nachteil am Leimholz. Und die Erde, die gestampfte Erde, kann eigentlich dem Baugrund wieder zurückgeführt werden, weil sie eigentlich keine Schadstoffe enthält. Wir haben dann mit Martin Rauch von der Firma Lehmton Erde in Österreich einen Versuch gemacht. Das ist ein Versuchswürfel von dem Aushub, den wir ihm geschickt haben. Den hat er gepresst, analysiert und gesagt, die Erde ist fantastisch. Wir können sie bis zu 75% nutzen. Der Rest wird beigemischt, zum Beispiel mit Mergel. Mergel ist das Bindemittel im Stampflehm. Den mussten wir aus dem Laufental, also auch nicht allzu weit her, dazu kaufen. Wir haben mit Martin Rauch vor rund 9 Jahren das Ricula Kräuterzentrum erstellt. Es ist ein 100 Meter langer Bau, nach wie vor erstaunlicherweise das größte Lehmbaugebäude in Europa. Das heißt, in den letzten 10 Jahren ist auch noch nicht wirklich viel passiert auf diesem Gebiet, was sehr schade ist. Es ist ein wunderbares Material und auch resistent, wenn man es vernünftig schützt und weiß, wie man damit umgeht. Wir haben dann den Lehm genommen und in diese Deckenelemente dann hineingeführt. Also das zeigt diesen ganzen Prozess, wie man mit diesen Modulen umgeht. Man dreht sie um, man stampft den Lehm ein und dann dreht man sie wieder um und kann sie einhängen. Der Prozess, der Stampfprozess ist sehr manuell für Hortus. Es wurden konventionelle Straßenkompressoren genutzt mit einer speziellen Form, die in der Gewölbeform hergestellt wurde schon. Und der Lehm wird eingebracht und dann komprimiert. Dann, wie gesagt, das ist das erste Versuchs-Mockup, was wir gebaut haben.
es hat funktioniert, Vertrauensbeweis, alle standen drunter und wir haben dann das Mockup in die Brandversuchsanstalt in Linz, auch in Österreich, gebracht und dort verfeuert und haben insgesamt eine REI 60 Zulassung bekommen. Das heißt, die Decke widersteht dem Feuer für 60 Minuten. Das war der Startschuss für unser Projekt. Zu diesem Zeitpunkt waren bereits 7 Monate an Recherche vergangen. Eine sehr hohe Investition auch für die Firma Sens, sage ich immer wieder. Und wenn das nicht funktioniert hätte, dann hätten wir auf eine Alternativdecke umschwenken müssen nach 7 Monaten. Das war also eine sehr große Erleichterung, dass es funktioniert hat. Und wir haben dann mit dieser Decke Hortus planen können. Insgesamt werden 800 Deckenelemente verbaut, 1400 Stützen darunter. Also das Gebäude ist eigentlich ein Stützenwald. Das war unsere erste Sorge als Architekten, ob das überhaupt funktioniert. Wir haben dann versucht, so viel Freifläche wie möglich zu schaffen. Die Vertikalerschließung über 2 Kernstreifen organisiert, rechts und links, und haben dann das Gebäude mal exemplarisch möbliert. Es funktioniert fantastisch. Also dieses enge Stützenraster entspricht genau auch den Arbeitsrichtlinien von 2,80 Meter. Wir können also nach Standard wirklich möblieren, wenn wir von einem offenen Büro hier ausgehen. Das sehen Sie hier. In der Visualisierung könnte es so aussehen. Das Interessante hier ist, dass wir eigentlich schon den kompletten Innenausbau liefern mit Hortus. Also wie gesagt, es gibt keine weiteren Verkleidungen, die Decke, die muss offen bleiben. Das Einzige, was der Mieter noch machen kann, entscheiden kann, ist, zusätzliche Trennwände hier einzubauen. Für die Trennwände selbst, ach so, hier haben wir noch einen exemplarischen Grundriss erstellt für Einzelraumbüros zum Beispiel, funktioniert auch. Und für die Trennwände selbst haben wir einen Katalog erstellt. Wir möchten vermeiden, dass der Mieter eigenhändig Materialien verwendet, die dem Geist von Hortus nicht entsprechen, also sprich Gipskartonständerwände mit Aluminiumträgern oder Stahlträgern. Wir haben hier ein System entwickelt, was auch durchdacht ist im Sinne der Nachhaltigkeit. Ferner, die Flexibilität war ganz wichtig. Es ist nach wie vor ein Investorenprojekt. Wir wissen bis heute noch nicht, wer der Mieter sein wird und vor allen Dingen, wie viele unterschiedliche Mieter in Hortus einziehen werden. Deswegen haben wir die Möglichkeit gegeben, dass pro Geschoss bis zu 8 Mieter dort Platz finden, also 8 Nutzereinheiten. Und diese Nutzereinheiten werden erschlossen über eine Gemeinschaftszone um die Kerne herum gruppiert. Und von dieser Gemeinschaftszone aus dann werden die einzelnen Mieterbereiche erschlossen und in dieser Gemeinschaftszone selbst befinden sich gewisse so Shared Facilities, nennen wir es, also wie Teeküchen, wie Telefonboxen, Rückzugsmöglichkeiten oder einfach auch ein Ort des Austausches zwischen den Mitarbeitern oder auch firmenübergreifend. Es ist ein sehr schöner Ort, er ist immer dem Hof, zum Hof orientiert und ist mehr als nur Verkehrsfläche. Dann der Hof selbst. Wir werden ein Biotop dort ansiedeln. Das Biotop besteht aus gesammeltem Regenwasser. Es ist das eigentliche Retentionsbecken vom Regen, weil wir auf dem Dach so viel PV haben, dass wir dort das nicht anbieten können. Das ist eine Verlagerung dieser Retentionsfläche. Gleichzeitig bedeutet das, dass wir hier auch eine Anreicherung des Sauerstoffes erzielen im Zusammenhang mit der Begrünung, die dort entsteht. Ferner nutzen wir den Überschuss des Regenwassers für die Toilettenspülung. Das heißt, wir werden auch 2 Wasserkreisläufe hier einbauen müssen in das Projekt. Und die ganze Vegetation basiert auf dem Prinzip der Biodiversität auch, dass wir auch heimische Pflanzen nehmen und auch Pflanzen, die im Winter ihr Laub verlieren.
Das heißt, wir haben hier einen sehr klaren Wechsel zwischen der Sommer- und der Winterlandschaft. Gleichzeitig bietet der Verlust des Laubes auch den Vorteil, dass im Winter mehr Tageslicht in die Räume reinscheinen kann. Im Erdgeschoss werden wir diese Bar ansiedeln. Es ist ganz wichtig für uns, immer diese Symbiose zu schaffen zwischen dem Mensch und der Natur und der Architektur. Der Übergang zwischen Außen und Innen soll so fließend wie möglich gestaltet sein. Im Erdgeschoss haben wir als Ausnahme Verglasung, die bis zum Boden geht, in gewissen Teilbereichen. Wollen vor allen Dingen auch hier im Sinne des sozialen Aspektes auch der Öffentlichkeit etwas bieten, sodass wir hier eine Bar oder Sitzungszimmer, die man von außen auch anmieten kann, anbieten. Hortus entsteht gerade. Hier sind ein paar Eindrücke von der Baustelle. Die Diagonalen, die Sie sehen, das ist die Erdbebenaussteifung. Wir haben beschlossen, die Erdbebenaussteifung ins Gebäude zu nehmen. Sie dienen auch gleichzeitig als Raumteiler. Das wird der gesamte Umfang vom Gebäude. Wir bauen in Etappen um den Hof herum. Sie sehen hier anderthalb Etappen bereits erstellt. Der Kran, der steht im Hof und darum wird Hortus errichtet. Und dann sehen Sie auch sehr schön die Betonfüßchen. Das ist wirklich das einzige Zementöse in diesem Projekt. Und das Besondere an der Herstellung der Lehmdecke ist, dass wir eine Feldfabrik errichten konnten. Hier kamen sehr viele günstige Umstände aufeinander. Zum einen, dass Firma Senn auch die Nachbargrundstücke bereits erworben hatte, sodass wir dort ohne weiteres diese Fabrik errichten konnten. Der andere günstige Umstand ist, dass Nummer 3 dort eine Schüttgutanlage vorhanden ist. Diese Schüttgutanlage hat den Kies, den wir vorgefunden haben, zerschlagen, damit der Kies auch verzahnende Wirkung hat bei uns im Stampflehm. So konnte eigentlich alles, dieser ganze Prozess auf unserem Grundstück stattfinden. Also wir haben den Aushub, wir lagern ihn zwischen, wir zerschlagen den Kies, es geht in die Feldfabrik, dort werden die Decken hergestellt, dann geht es auf die Baustelle und die Deckenelemente werden sofort eingehängt. Ein Eindruck von dem Stampfprozess in der Feldfabrik. Und dann darf ich an Herrn Eisenhut weitergehen. Merci. Wir haben schon, also Alexander und ich haben schon ein paar Vorträge über das Entstehen des Hortus gehalten. Und es geht natürlich dann immer vor allem um die Ökologie, oder um die Kennzahlen, um die Konstruktion. Und ich freue mich, dass wir eigentlich jetzt so weit sind und eben auch noch 2-3 Schritte weitergehen können. Bestimmte Dinge sind schon angetönt worden. Oder zu unseren 6 Positives gehört halt eben nicht nur die Ökologie, sondern es gehört auch die Gesellschaft dazu. Also das Thema Community Positive. Wie arbeitet man in diesem Haus zusammen? Wie wirkt es auf die Gemeinschaft? Das Human Positive, die Gesundheit. Wie wirkt Holz, Lehm? Wie wirkt die Feuchtigkeit, die wir hier im Haus haben, auf die Gesundheit? Also natürlich positiv. Aber auch das Thema Business Positive, also letztlich, wie schaffen wir es, nachhaltig bauen, nicht immer nur als ein Sparprozess irgendwie zu definieren, sondern wie können wir Nachhaltigkeit als Mehrwert, als etwas definieren, was anstrebenswert ist, nicht nur, weil wir die Welt retten wollen, sondern auch, weil wir selber etwas davon haben. Und da möchte ich vielleicht kurz darauf eingehen, also eben Community, Human und Business Positive. Klar, oder? Die Energie- und Resource-Positive-Themen hat Alexander Franz erklärt. Das ist natürlich für Mieter interessant, wenn sie auf ihrem Absenkpfad weiterkommen wollen und wenn sie mit ihren Mitarbeitern irgendwie etwas Spezielles bieten wollen, eine Purpose auch signalisieren wollen für ihre Firma. Aber wichtig ist für uns, dass wir schon auch eben einen Schritt weitergehen, jetzt nicht nur vom Image irgendwo profitieren, sondern dass wir eigentlich tatsächlich sagen, diese Räume sind besser als andere Räume. Und ich kann nur herzlich einladen, mal sich für eine der Führungen anzumelden, wenn man in diesem Rohbau steht. Es ist ganz schwierig, die Leute, die zu Besuch kommen, wieder rauszukriegen, weil sie bleiben einfach drin.
in diesem Holz- und Lehmräumen so gestaltet, wie er ist, auch mit diesen ausdrucksvollen Stützen. Das ist einfach eine Aufenthaltsqualität. Wir haben in den Obergeschossen auch 3,30 Meter im Licht Raumhöhe und die Decken werden ja nicht abgehangen. Das heißt, wir haben hier wirklich sehr großzügige Räume, wo man auch im Prinzip sich ausleben kann mit In-Room-Möbeln etc. Wir haben den Park, wir haben diese Temperatur, die Trägheit oder und auch die Feuchtigkeitsträgheit, die eine große Rolle spielt. Und ja, es ist nicht mehr Esoterik, wenn man sagt, Holz hat positive Effekte auf Bewohner und Mitarbeitende. Es ist bewiesen. Das heißt, wir können schon auch bis zu einem gewissen Grad behaupten, das Arbeitsumfeld im Hortus ist gesünder als in einem Gebäude aus, mit Plastik, Polyesterböden und Plastikwänden. Alexander hat es gesagt, oder? Der Rohbau wird eigentlich zum Ausbau. Der Ausbau ist zwingend. Die Eichenböden, die Stützen, die Wände aus Kalkputz auf Lehmwänden, das ist alles eigentlich zwingend. Es ist auch keine Geschmacksfrage mehr. Es ist so neutral, es ist so zurückhaltend, dass es nicht darum geht, dass das halt jemand irgendwie sich selber verwirklichen will, sondern das geht dann mit Gestaltungsmitteln wie Möbel etc. Hortus ist im Prinzip ein Ort, oder, wo man als Firma einziehen kann und sich eben auch direkt ausbreiten kann. Also die Räume sind ready to move in, sprich, nicht wie ein Business Park, wir geben nicht die Möbel vor und alles ist gleich und steril, sondern eben die Mietflächen, die exklusiven, kann man ohne Bauprojekt beziehen, oder? Und man kann seine Möbel, seine Corporate Culture, seine Gestaltung in diesen Mobilien reinbringen. Man muss aber kein Elektrizität ist verlegt, die Lüftung passt, Licht, Grundlicht ist vorhanden, Grundakustik ist vorhanden. Darum können wir dann auch 5-jährige Mietverträge machen zum Beispiel. Also es darf fluktuieren und es muss auch, und das ist wichtig für die Lebenszykluskosten und für die Energie im Lebenszyklus des Gebäudes, wenn man nicht nach jedem Mieterwechsel einen kompletten Neuausbau machen muss. Das ist eine Riesenverschwendung, oder? In schweizweit, bei jedem Mieterwechsel wird mal alles rausgerissen und wieder neu eingebaut. Das ist bei Hortus nicht so. Das ist wie bei einer Wohnung, Parkett wird abgeschliffen, die Wände werden neu gestrichen und dann darf der Nächste rein. Weil die Materialien dermaßen hochwertig sind, dass das vielleicht Patina entwickelt, aber nicht wirklich Abnütze. Jetzt, was auch wichtig ist, ist, wir haben eigentlich so ein Sharing Access over Ownership Modell uns überlegt. Alexander ist darauf schon mal eingegangen, dass man einfach versucht, das Erdgeschoss im Prinzip zu demokratisieren. Also wir sagen, das Erdgeschoss wird von allen Mietern mitgemietet und gehört Ihnen eigentlich. Also wenn Sie Ihre Firma dort ansiedeln, dann, und wir sind durchaus offen für Planende, für Nachhaltigkeits-Engineering-Firmen und so weiter. Ich glaube, das sind durchaus auch Leute hier an der Swissbau, die sich überlegen sollten, vielleicht hier ihr Geschäft aufzusetzen. Die können eigentlich jetzt hier profitieren davon, dass man seine eigene Fläche hat mit seiner eigenen Kultur und dann aber Gemeinschaftsflächen, die man eben mit benutzen kann. Hier sind ein paar Beispiele, wie das so verschieden aussehen könnte. Naja, das ist bei Visualisierungen natürlich immer ganz einfach. Aber ich glaube auch in der Realität, es ist eine Möblierungsfrage, wenn man einzieht und nicht ein Innenausbau. Alexander hat es erwähnt, oder? Wir haben diese Gemeinschaftszonen, die sind eigentlich sehr hoch installiert und auch fertig möbliert. Also ich habe da fliegende Arbeitsplätze, ich habe Streaming-Coin, ich habe 2er-Meeting-Rooms und ich habe die Küche. Im Erdgeschoss habe ich 900 Quadratmeter Alment, oder? Und diese Alment ist so gebaut, dass ich in diesen Kojen als Mieter darf ich da am Morgen um 8 mich in die Koje setzen und ein Meeting nach dem anderen halten und abends um 8 spaziere ich irgendwann wieder raus. Ich kann das als effektiven Arbeitsraum benutzen, als niederschwellige Meetingräume. Oder eben, wenn es mir lieber ist, kann ich auch quasi auf dem Bistrotisch, am Bistrotisch arbeiten und muss kein schlechtes Gewissen haben, sonst ist mein Wohnzimmer. Das Erdgeschoss ist mein Wohnzimmer. Das führt dann dazu, dass wir eigentlich sagen können, wir haben eine neue Effizienz
in diesem Gebäude. Und es ist klar, oder? Hortus ist nicht günstig zum Bauen. Also er ist etwas teurer als ein normales Gebäude. Wir haben Fläche geopfert, wir haben verschiedene Materialien oder Gewerke, wo wir Pionierleistungen erbracht haben, und dann wird es teurer. Es ist einfach so. Aber ich glaube, wir können mit Effizienzen arbeiten. Also der Umstand, dass es fertig ausgebaut ist und man kein eigenes Ausbauprojekt leisten muss, ist eins. Aber ich kann nachher sagen, okay, mit 50 Mitarbeitern, sage ich jetzt mal, müsste ich normalerweise in einem Gebäude etwa 800 Quadratmeter mieten. Für alle Arbeitsplätze, für die sozialen Räume, Austausch, Teeküche, für die Korridore und für fliegende Arbeitsplätze, für Meetingräume, oder? Und im Hortus sage ich, okay, die Firma mit den 50 Mitarbeitern, die braucht nur 500 Quadratmeter, nicht 800. Weil in diesen 500 Quadratmetern kann ich eigentlich locker 50 Leute mit Arbeitsplätzen versorgen, oder? Ich kann sogar sagen, ich versorge nur 45 mit Arbeitsplätzen, weil es sind ja sowieso nie alle da. Und wenn mal per Zufall alle da sind, dann können auch zwei, drei auf den fliegenden Arbeitsplätzen in den Gemeinschaftszonen oder im Erdgeschoss in der Beiz arbeiten. Sprich, ich kann dann meine eigene Fläche, die jetzt da vielleicht violett und pink wäre, kann ich wirklich Flexdesk-Arbeitsplätze anbieten, oder? Und Post-Corona, oder die Belegung variiert ja dann auch sehr stark mit Homeoffice etc. Das heißt, ich habe da genügend, wenn ich mit 45 plane. Ich habe dann die Vorzonen mit den Streaming-Coins, den fliegenden Arbeitsplätzen. Ich muss keine Küche und keine Sozialräume da rein tun, weil den schnellen Kaffee kriege ich direkt auf dem Geschoss draußen. Und wenn ich dann ins Erdgeschoss schaue, dann habe ich da eigentlich ein ganzes Spielparadies, oder? Also Activity-Based Working, die Leute können sich entscheiden, eben im Café zu arbeiten oder in diesen Diner-Koyen. Wenn ich oben vielleicht nur ein oder zwei Sitzungszimmer habe, für 50 Leute würde ich zwei reintun, auf der eigenen Fläche, dann habe ich hier unten noch das Meeting Center, all die violetten Meetingräume, die sind dann stundenweise buchbar. Das heißt, ich muss nicht irgendwie in meinen eben 800 Quadratmetern vier Sitzungszimmer anordnen und irgendwie 200 Quadratmeter oder 150 Quadratmeter Miete bezahlen die ganze Zeit für Sitzungszimmer, die vielleicht mehr oder weniger benutzt werden, sondern ich kann nur eine niedrige Baseload selber auf meiner Fläche realisieren und kann alle Peaks über das Erdgeschoss, alle Belegungspeaks, alle Sitzungspeaks über das Meeting Center abwickeln. Und so kommen wir eigentlich zu einer Kosten-Nutzen-Rechnung, die pro Mitarbeiter gerechnet günstiger ist als eine normale Fläche, die ich im Edelrohbau anmiete und die ich dann selber ausbaue und wo ich autark alles leisten muss und wo ich auch immer gewappnet sein muss für den Moment, wo alle 50 Leute, niemand krank ist und alle plötzlich einen Arbeitsplatz suchen. Das ist eigentlich so dieses Modell. Ich habe es jetzt über Effizienzen argumentiert, oder? Man kann es natürlich auch über Qualitäten argumentieren, oder? Also der Umstand, es ist ein bisschen wie Seesicht, oder? So ein Erdgeschoss ist wie wenn man eine Wohnung an einem Park hat. Der Park gehört einem nicht ganz, aber er gehört einem eben trotzdem. Und dieses Lebensgefühl, man kennt es vielleicht aus genossenschaftlichen Siedlungen manchmal, wo eben Allmenden erarbeitet werden, wo alle super stolz sind auf ihre Dachterrasse, wo sie Sonnenuntergangspartys machen. Sie gehört niemandem, aber man kann sie nutzen und der Nutzen ist größer als der Anzahl der Quadratmeter, die das theoretische Kontingent wären. Oder? So funktioniert Hortus und wir freuen uns jetzt, dass Wir sind jetzt handlungsfähig, endlich auch. Also wir sind eigentlich seit letztem, kurz vor Ende Jahr auf dem Markt und sind jetzt in Gesprächen auch mit Leuten, wie die das Erdgeschoss betreiben. Du hast gesagt, Tapas-Bar ganz am Anfang. Ich bin jetzt noch nicht sicher, ob es eine Tapas-Bar wird. Aber es gibt spannende Gastro-Konzepte, die sich gerade auch bewerben, darum hier den Laden im Erdgeschoss zu schmeißen. Und auch oben wird spannend, also eben es gibt erste Planungsfirmen, also im Bereich Pharmaplanung und so weiter, die sich jetzt um einen Mietvertrag bemüht haben.
Es gibt Anbieter im Bereich Coworking. Und ich habe einfach das Gefühl, dass Hortus ist jetzt in aller Munde, wegen der Bauweise oder wegen der Konstruktion, wegen der Ökologie. Ich glaube jetzt, wenn der Rohbau raufkommt, wird es bald in aller Munde sein, weil es einfach ein ganz bestimmtes Lebensgefühl da hat. Und weil man, glaube ich, auch mit gutem Recht als Firma im Hortus sagen kann, wir sind Teil der Lösung. Wir sind nicht Teil des Problems. Wir wollen Teil der Lösung sein. Und das strahlt auf Kunden auf, das strahlt auf Mitarbeiter aus. Und darum haben wir eigentlich große Zuversicht, dass hier ein sehr, sehr buntes und attraktives Gemisch an Firmen zu Hause sein werden, schon bald. Mitte 25 ist Bezug. Und ab jetzt kann man sich bei uns melden. Das war's von uns. Ich bin jetzt nicht sicher, haben jetzt noch, es zählt noch runter, das heißt, wir haben noch 3 Minuten, oder? Wenn Sie Fragen haben, es gibt, glaube ich, einen netten Herrn mit einem Mikrofon, falls jemand eine Frage stellen möchte, an Alexander oder an mich. Und sonst sind wir nachher beim Bier. Danke für die Präsentation. Ich bin interessiert bezüglich Betriebskonzept mit der Energie. Also beispielsweise im Sommer wird ja viel Überschuss produziert, dann geht das an die anderen Gebäude. Gibt es auch Überlegungen bezüglich Bezug, dass das dann vielleicht auch Mieter sind, die gerade im Sommer diesen Überschuss konsumieren könnten, speichern könnten? Oder gibt es da auch Denkansätze, dass es eigentlich möglichst intern auch gebraucht wird und dann vielleicht die Winterdurststrecke irgendwie überbrückt oder so? Man kann seine Mieter nicht wählen. Das ist ein altes Thema, oder, in der Immobilienentwicklung. Man hat bestimmte vor Augen, wenn man etwas entwickelt, und was am Schluss passiert, ist vielleicht etwas völlig anderes. Was wir jetzt gemacht haben, also am Anfang gab es noch Ideen, oder, und im Untergeschoss in die Erde irgendwie große Batterien zu versenken und so weiter. Das ist natürlich dann auch irgendwo sowohl die energetische als auch die monetäre Kostennutzungsrechnung macht da nicht so viel Sinn, außer man braucht unbedingt eine unterbruchsfreie Stromversorgung für, ich sage jetzt mal, Tech-Unternehmen oder so, dann wäre so eine Speicherbatterie dann sinnvoller. Aber eben auch das weiß man nicht im Voraus. Und was wir jetzt einfach gemacht haben, ist, wir haben einen sogenannten ZDV gegründet, das ist ein Zusammenschluss der Energieverbraucher, und zwar eben im Gebäude selber, das heißt, jeder Mieter verbraucht die Energie, die da ist, und die wir übrig haben, haben wir eben in der ZDV auch ausgedehnt, oder? Wahrscheinlich wird im Sommer dann trotzdem ein bestimmter Anteil ins Netz eingespeist. Das ist natürlich nicht in unserem Interesse, weil der Business Case des ZDV funktioniert natürlich umso besser, je mehr Abnehmer drin sind, und weil die ja einen besseren Preis zahlen, als wenn man es ins Netz zurückspeist. Aber kontrollieren können wir es nicht. Keine größeren Fragen mehr? Ja? Wie funktioniert das mit dem Fluglärm im Gebäude? Sie sind ja in der Einflugschneise. Ja, ja. Also wir sind jetzt schon seit mehreren Jahren auf dem Areal, und eben Main Campus, der große Headquarter, ist schon eröffnet. Wenn man draußen sitzt und das Flugzeug fliegt vorbei, kann man eigentlich immer noch reden. Und bei Führungen ist es manchmal schwieriger. Wenn ich mit 20 Leuten rede, ist es schwierig, wenn das Flugzeug kommt. Also Fazit, es ist nicht so laut. Im Hortus, Sie sprechen es an, wegen der Zweifachverglasung wahrscheinlich. Das hat man simuliert, oder? Ist unkritisch. Ist wirklich unkritisch. Also jetzt im Main Campus merkt man es gar nicht, hinter der Dreifachverglasung, oder? Und auch die Zweifachverglasung im Hortus ist natürlich jetzt nicht dasselbe wie eine Zweifachverglasung aus den 60er Jahren. Das ist natürlich trotzdem ein modernes Fenster. Und also man muss vielleicht in dem Zuge auch sagen, dass wir am Schluss entschieden haben, auf mechanische Belüftung umzustellen, unter anderem aus dem Grund. Aus Investorensicht wollte man den Mietern nicht zumuten, dass die Fenster geöffnet werden müssen, um die Räume zu belüften, und da spielten Faktoren wie der Fluglärm halt eine Rolle. Ja.
Deswegen, ja, das war mitunter einer der. Aber das war eine Mischung. Also ich habe jetzt mehr das Gefühl, also klar, ja, Lärm war auch eine Diskussion. Wir wollten ja ursprünglich natürlich belüften, sprich Nachtauskühlung. Und eigentlich nur die Kernzonen mechanisch belüftet. Das heißt, man muss das Fenster aufmachen, wenn man den Wind will. Und das ist das, was Alexander anspricht. Das ist natürlich dann eklig, wenn man eine Sitzung hat, kann das stören. Es war aber auch vor allem wegen der Zielkonflikt Biodiversität und Arbeitsplatzqualität. Wenn ich Nachtauskühlung mache mit offenen Fenstern und ich habe einen biodiversen Innenhof, kann man sich vorstellen, die Sauerei, die am jeden Morgen um die geöffneten Fenster herum Tierchen, Pollen und so weiter stattfindet. Das heißt, das sind so verschiedene Gründe, warum wir dann auf die kontrollierte Lüftung umgestiegen sind. Das hat uns dann auch im Absenkpfad etwa 3 Jahre gekostet, oder? Mhm. Weil die kontrollierte Lüftung halt viel graue Energie in sich hat. Zum Ersten, zum Zweiten, zum Dritten. Ja, dann herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Fragen jederzeit. Und ich glaube jetzt Apero. Genau, vielen Dank auch von meiner Seite. Danke.